Hallo aus Blaubeuren bei Schnittstelle Baustelle und neben mir steht Daniel Kehl, Bausachverständiger, und er ergänzt und rundet sozusagen die Veranstaltung heute ab, indem er als Blick oder den Blick des Gutachters gleich präsentieren wird. Gutachter sind so lala beliebt, kommt immer drauf an, was sie sagen. Sie als Gutachter kommen auf eine Baustelle und sagen beim Flachdach, das ist schiefgegangen, oder? Genau, ich gucke mir den Schaden an, gucke die Analyse an, gucke mir an, wo die Ursachen liegen. Genau, das ist erstmal meine erste Aufgabe, auf der Baustelle zu schauen, wo es schiefgegangen ist und was das Problem ist. Und können Sie sagen, was sind so die typischen Schäden beim barrierefreien Anschluss? Ja, der barrierefreie Anschluss, das ist jetzt ein Sonderbauteil, aber so beim Flachdach ist die Bauphase, die Baufeuchte sind so die großen problematischen Punkte, und dass nicht vorher geplant worden ist, also nicht bauphysikalisch geplant worden ist. Es werden sogenannte Dicht-Dicht-Konstruktionen, es kann nichts austrocknen zum Raum hin. So wird leider konstruiert, so wird eben fehlgeplant und dann auch so ausgeführt, leider. Das heißt, die Planung, also die fehlende Planung ist quasi die große Ursache oder die hohe Ursache für diese Schäden? Nee, nicht ausschließlich. Es gibt natürlich so die Klassiker, die fehlende Luftdichtheit oder halt auch schlecht ausgeführte Abdichtungen. Aber was halt festzustellen ist, dass die Vorausplanung teilweise oder die Planung erst auf der Baustelle passiert. Und das ist eindeutig bei diesem Bauteil, was so heikel ist, durchaus zu spät. Die Teilnehmer freuen sich ja schon auf Ihren Vortrag. Was sind so zwei Punkte, wo Sie sagen, das sollten Sie dann auf jeden Fall mit nach Hause nehmen und nicht vergessen? Bei dem Bauteil Flachdach ganz klipp und klar, dass Sie merken, dass es eine anspruchsvolle Konstruktion ist, mit der nicht so leichtfertig umzugehen ist. Das ist ein wichtiger Aspekt, würde ich sagen, und rechtzeitig in die Planung einzusteigen und damit zu rechnen, das ist aber jetzt schon sehr fachlich, dass man eine Zusatzdämmung obendrauf bei dem Flachdach benötigt. Okay, dann vielen Dank. Und wenn Sie Fragen dazu haben, auch technische, schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@schnittstelle-baustelle.de. Wir leiten das dann an die entsprechenden Experten weiter.